Und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute, falls ihr Schargeräusche hört, tut es mir leid, aber Hasen tun immer, wenn es kälter wird, sich Nester bauen. Und da scharren sie eine Menge Streu und Heu durch die Gegend. Und das ist dann immer so ein Vorzeichen, dass es vielleicht bald schneien könnte oder eben solche Sachen. Und ja, das heißt, wir haben Winter. Und falls ihr gerade euch fragt, warum ich dabei so überrascht aussehe, ich bin der festen Überzeugung, es ist Sommer. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Seit ungefähr 3 Wochen labere ich meiner Mutter jeden Tag 10 Mal, wirklich 10 Mal oder so, irgendwas von wegen: Mama, es ist Sommeranfang, wir sollten jetzt wirklich langsam die Möbel und so alles richten und sowas. Also so diese Gartenmöbel und oder sowas wie: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich jetzt rausgehe. Mama, es scheint die Sonne. Oh Gott, das war vor ein paar Tagen, wollte meine Mutter mich mitnehmen. Ich weiß es gerade nicht mehr wohin. Und dann bin ich da gesessen und habe mir gedacht: Boah, wie kommt sie auf die Idee, dass ich jetzt rausgehe? Da scheint draußen seit Tagen die Sonne. Und ja, eigentlich hat es da davor, eigentlich glaube ich, so 6 Tage am Stück Dauerregen gehabt. Und ja, es war jetzt nicht wirklich so, dass es sommerlich ist. Allerdings sind wir sehr früh drauf gekommen, und besser gesagt, jetzt vor ein paar Tagen, dass es am der Einstrahlwinkel von der Sonne liegt. Wenn die Sonne von oben reinstrahlt, also so, dass es ins Zimmer bei mir reinstrahlt, also ich meine, bei mir im Zimmer ist es hell wie wirklich wie Wolle, obwohl wir schon voll spät haben. Und wenn es dann so ist, dass ich dann bei mir irgendwie was durcheinander gekommen ist und ich jetzt irgendwie der festen Überzeugung bin und mein ganzer Körper auch, also ich fange wirklich an, so dieses den Schlafrhythmus-Dreh-Ding, dass ich nicht zu viel Sonne abkriege, also sowas wie um 6 Uhr ins Bett gehen, damit ich um 16 Uhr aufstehe, weil da ist dann ja schon dunkler. Und solche Sachen, die ich normalerweise erst im Sommer anfange oder im Herbst besser gesagt oder im Frühjahr, ich weiß jetzt nicht, was die nächste Jahreszeit ist, aber es kommt eine Jahreszeit. Ja, das habe ich ja mal gut definiert. Also ich fange ja immer an, über diese Frühjahr- und Herbstzeit dreht sich bei mir ja immer der biologische Rhythmus von Tagmensch zum Nachtmensch oder wie es so schön in dem Film Blade heißt, vom Nightwalker zum Daywalker. Und zurzeit ist mein ganzer Körper und meine ganze Biologie irgendwie so durcheinander, dass ich ständig denke, es ist Sommer. Also ich friere wie Sau, was soweit es bei mir jedenfalls geht. Ich merke, es ist kalt. Ich merke solche Dinge wie, dass draußen Schnee liegt, dass es auf jeden Fall keine Blumen hat und alles. Und mir ist auch bewusst, vom Kopf her ist mir total bewusst, dass Winter ist oder zumindest jetzt noch Herbst oder ach, irgendeine Jahreszeit halt, die in den kälteren Jahreszeiten ist. Aber im Kopf, aber so im Erleben, im Sehen oder im, ja, Fühlen oder im, ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so vom Instinkt her sagt mein ganzer Körper, es ist Sommer und du sollst jetzt anfangen, dich zu schützen, indem du indem du später ins Bett gehst, damit du später aufstehst. Ich meine, ich merke es jetzt schon. Vor ein paar Monaten habe ich euch noch mit Stolz erzählen können, ich stehe jetzt spätestens um 12 Uhr oder so auf. Ich weiß nicht mehr, es war vielleicht auch 11. Und jetzt kann ich froh sein, wenn ich um 14 Uhr gerade aus dem Bett rausgeplumpst komme. Und ich merke wirklich mit jedem Tag, dass es bei mir auch immer später wird. Also gestern bin ich um 3, also vorgestern bin ich um 13:30 Uhr irgendwann aufgewacht. Dann gestern um 14 Uhr, heute schon um 14:30 Uhr und so geht es immer weiter. Natürlich ist jetzt nicht nur die Umstellung vom Rhythmus und so der Grund dafür, sondern bei mir war es gestern auch noch so, dass mitten in der Nacht das Internet ausgefallen ist. Das ist ja bei mir die absolute Katastrophe. Dann musste ich runterrennen zum Router, weil der ist nicht auf derselben Höhe wie ich. Musste den Stecker ziehen und wieder reinstecken und oh Gott, ich bin dann gerannt wie so ein, ich bin wirklich, also den ganzen Tag bin ich gestern rumgelegen, aber da konnte ich mich das erste Mal bewegen.
Ich gehe jetzt zu, für einen Router renne ich. Aber mir ist mitten, wirklich mitten in einem Spiel. Ich spiele SimCity und dann mittendrin stürzt mir das Internet weg und ich habe null Internet mehr. Dann bin ich auf jeden Fall erstmal auf YouTube gegangen, weil ich wissen wollte, ob es jetzt an mir, am Spiel liegt oder an mir. Ich habe das Spiel also auf Pause gedrückt und habe dann auf YouTube geguckt. Und dann konnte ich da in Ruhe alle Filme gucken. Also das ging. Dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja jetzt gerade noch schnell meine E-Mails gucken und dann gehe ich halt dann heute ins Bett. Scheint irgendwie nicht so ganz zu stimmen. Und dann war es so, dass dann bin ich in mein E-Mail-Programm gegangen und dann war da nichts. Die Seite kann nicht angezeigt werden. Dann habe ich eben den Stecker mal bei mir oben gezogen und dann war da immer noch nichts. Dann habe ich wieder reingesteckt, immer noch nichts. Auf Problemsuche und dann stand da irgendwas von Router auf Französisch und da habe ich mir so gedacht, ach Menno, ich kann gerade kein Französisch mitten in der Nacht und dann kam noch so eine Fehlermeldung und da habe ich gedacht, so okay, dann google ich die jetzt mal schnell. Dann ist mir eingefallen, oh ja, kein Internet. Das mit dem Googlen wird jetzt schwierig. Und dann bin ich auf jeden Fall zum Router gerannt, nur, und das ist jetzt kein Witz, um die Fehlermeldung zu übersetzen. Danach bin ich ins Bett gegangen, aber ich wollte wissen, was in dieser Fehlermeldung drin stand. In der übrigens drin stand, Sie müssen Ihren Router einmal neu starten, aber ich konnte es in dem Moment einfach nicht ertragen, nicht zu wissen, wieso ich kein Internet habe. Naja, das zu meiner gestrigen Nacht und das hat mich dann gestern davon abgehalten, früh ins Bett zu gehen. Aber ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass ich in der Sommerzeit eher schusseliger werde und mir solche kleinen Dinge einfach schneller passieren. Sowas wie, ich vergesse den Router also einmal außen einzustecken. Ich merke nicht, dass ich kein Internet habe seit Stunden. Oder sowas wie, ich fliege aus dem Bett dreimal mehr als sonst raus. Oder sowas wie, ich setze mich auf die Lehne von meinem Sessel und dann macht es plumps nicht. Liegt plötzlich auf dem Boden. Und da denke ich mir dann aber auch immer so, einerseits ist es wirklich doof, aber andererseits frage ich mich dann immer, warum das so ist. Aber dann denke ich mir aber auch wieder, ich lade ja auch im Sommer meistens eher mit so durch die Gegend, damit ich so wenig Licht wie möglich kriege. Versuche ich immer die Augen etwas zu, also die sind im Sommer immer etwas mehr zu als im Winter. Und das ist jetzt gerade so meine Problematik, dass ich gerade irgendwie total den gestörten Schlafrhythmus bekomme wegen den Fenstern, wegen dem Licht, wegen dem allen. Und ich dabei dann aber auch noch zusehen kann, wie gerade voll viele in unserer Nachbarschaft Fenster putzen anfangen. Also es liegt nicht nur an mir, es ist wirklich so, irgendwas mit der Sonne ist anders, mit der Einstrahlung. Eigentlich war das schon alles, was ich euch diesen Freitag erzählen könnte, können will. Eigentlich gibt es da irgendwie nicht mehr zu erzählen. Ich hoffe, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen oder am Mittwoch. Da gibt es dann auch wieder ein Thema, was wahrscheinlich etwas besser ist als diese Laberei gerade. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwie oder wenn es euch auch so geht oder irgend sowas, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir auch gerne eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Oder schreibt mir doch einfach auch gerne eine Nachricht über Twitter oder Facebook. Ich habe euch, wie gesagt, immer alle Daten in meinem Infobox verlinkt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen die Sims spielen, weil jetzt habe ich ja endlich wieder Internet, SimCity. Ich bin gleich soweit. Ich habe das große Ziel, mir heute auf jeden Fall einen Windpark einzubauen. Aber ja, mal sehen. Und vielleicht noch eine Universität. Drückt mir die Daumen. Also dann, bis bald. Tschüss.